Ich muss mal einen Tee trinken. Seh den hier durch nicht, ne? Schade. Naja, gut, wir wissen ja, wo wir hinlaufen können, wenn der. Ich bin hier lang. Nee, das ist Batterie. Okay, jetzt bin ich schon wieder hier. Junge, kannst du mir mal bitte verraten, wo die Sicherungen sind? Das wäre voll nett von dir. Ich weiß, du chillst hier und hängst so rum, aber müssen doch hier irgendwo was Sinnvolles sein. Mensch. Ich war hier schon in jeder Ecke. Ich check nicht, warum. Warum der von dem Zimmer immer hin und her läuft. Das heißt, hier muss ja irgendwo was sein. Ich habe hier keine gesehen. Leute. Diese Suche- und Findespiele, ja? In solchen Momenten. Und Unko. Und Bärenkatapult, danke für deinen Host. Warte mal, wie kommt denn der überhaupt in den Raum da hinten rein? Aber da waren wir ja jetzt. Bärenkatapult, das sind wir hier gewohnt. Wait, da war ich. Gehen Sie bitte weiter. Sie sehen hier nichts. Nee, der geht irgendwo links rum. Kannst du mal aufhören zu atmen? Du siehst mich hier nicht. Oh, fuck you. Du blöder Urlaub. Okay, ich muss da hinten hin. Ich verstehe. Gut. Ach, ich hab dir letztes Mal auch schon gesagt, ich kann mir sowas nicht merken. Alex, das hatte ich eben aber auch. Ich habe eben den Twist zugeguckt bei Resident. Gut. Du siehst mich nicht. Hi. Bei Resident Evil 3. Wir sind jetzt rausgekommen.
Welches Remake? 3, glaube ich. Oder? Bin da nicht auf dem neuesten Stand. ja. Hab eben dazu geguckt. Wait. Am besten oder am klügsten ist es doch eigentlich, wenn der... Warte mal. Wenn der hier durch dieses Fenster wieder in einen Raum läuft, oder? Ariel? Ah, komm bitte. Hallo. Würden Sie bitte... Dann 3. Und da hatte ich eben auch die ganze Zeit Abbrüche und konnte nicht gute Qualität gucken, ist die ganze Zeit hängen geblieben. Ich weiß auch nicht. Vielleicht liegt es auch an Twitch. Welcome back. Was gibt's zu essen, Benny? Erzähl, mach mich neidisch. Wir warten dann mal hier. Hm. Was für Pfui? Was habe ich jetzt schon wieder gesagt? Ich merke das manchmal gar nicht. Hallo? Würden Sie bitte hinten in diesen Raum gehen? Ich möchte nämlich... Auf extra ein bisschen schneller in der Hoffnung, dass ich irgendwas finde, wo ich mich verstecken kann. Okay, hier habe ich einen Schreibtisch, wo ich mich hinter zur Not verstecken. Kommt das schon? Alter, Spülmaschine! Schnauze da hinten! Ich mich von der Kackspülmaschine gerade erschrocken. Ich glaube, ich gehe mal lieber hier hin. Fleisch vom Grill und Salat. Das hört sich für einen Vegetarier echt gut an. Das Problem ist jetzt. Ich hab zwar jetzt eine gekriegt, aber wo ist der Typ hin? Guck gleich, was ihr geschrieben habt. Ich muss mich mal hier gerade kurz konzentrieren. Nimm die Batterie! Tschüss! Au! Lass mich durch, danke! Weiß noch jemand den Weg? Ich nicht.
Ah doch, ich weiß ihn. Tschüss. Tschüss. Okay, erst. Du kannst die Quali nur auf automatisch einstellen? Das ist aber komisch. Manche können bei mir umstellen. Da, da, da. Es. Ja, ich hab die Nacht nicht die ganze Zeit an, weil ich nichts sehe. Okay, Bärenkatapult. Ach, Ari, mein Gott, Entschuldigung. Siehst du, irgendwann merke ich mir das. Einfach immer wieder sagen, Ari. Ja, natürlich. Batterien sind wichtig hier in dem. Wait, richtig. Wichtig! Hier in dem Spiel und so. Okay, warte. Den Weg kenne ich ja jetzt langsam. Junge, wo bist denn du? Kannst du mir das mal verraten, bitte? Okay. Dum, 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 dum. Oh, cool Spiel. Das heißt, Keller? Verstehe ich das jetzt richtig? Irgendwo das Ding? Er steht bestimmt in der Ecke und schämt sich. Möchte nicht zu nah an diesen jungen Mann ran. So. Was? Nein. Ari, nein. Pfui. Okay. Na, na, na. Gesetz zur Offenlegung von Kriegsverbrechen. Projekt Paperclip bietet die Möglichkeit, Spezialisten aus dem Ausland für spezielle technische Aufgaben innerhalb der Army, Navy und Air Force heranzuziehen. Projekt 63 ist in erster Linie ein Verhinderungsprogramm mit großem Nutzen. Ziel dieses Programms ist, bestimmte herausragende deutsche und österreichische Spezialisten in den Vereinigten Staaten zu beschäftigen und dadurch zu verhindern, dass sie für potenzielle Gegner arbeiten. Hallo. Hallo. Okay, dass der mich direkt umbringt, wusste ich jetzt nicht. Ich dachte, der haut mich einfach nur um. Hör mal, das war aber fies. Hey. Muss ich ja schon wieder runter. Ich Ari, grinse, danke schön für dein Followers. Hallo Manu. Wollte kuscheln? Ja, sicher. Au. Ich hab mir Bein gebrochen beim Sturz hier runter, ey. Ariel.
Ja, aber was, wo, wie, was soll ich tun? Ich bin verwirrt. Spiel, sag mir, was ich tun soll, bevor ich hier meine halbe Batterie schon wieder verbrauche. Also, an dich dran gehe ich jetzt schon mal nicht mehr, ja? Ich lass dich da in deiner Ecke in Ruhe. Mag dich nicht mehr. So. Aber wo soll ich hin? Wenn ich dahin. Ja, nur komische Geräusche. Nein, ich sag Ari. Ich bin immer lieb. Leute. Laufe verwirrt durch die Gegend. Hier. Kommt doch bestimmt hier irgendwo an, ne? Ah. Hallo, Schlüssel. Weiß noch jemand, für was der Schlüssel war? Weiß. Hupsi. Warte. Ich glaube, ich weiß. Ich weiß es. Bye. Ich sitze in der Sackgasse, hör mal. Geh weg. Scheiße, hier unten ist auch nichts zum Verstecken, gell? Das ist der von der Ecke hier. Ja, ich weiß, welche Tür. Schnauze. Ja. Weg ist er. Ich bin immer lieb. Aber nur zu gewissen Personen. Die es verdient haben. So. Hier. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Horrorspiele hasse, wo man irgendwie vor Leuten weglaufen muss? Was war das für ein Sprung? Ja. Folge dem Blut. Das ist immer eine gute Idee. In jedem Horrorfilmspiel folge dem Blut. Na, sicher doch. Batterien! Yay. Wenigstens was Sinnvolles hier. Das ist ihre Leidenschaft. Glauben, manche Menschen glauben mir das, ja? Meine Freunde sagen, ich bin immer lieb zu denen. Ab und zu ein bisschen fies, aber die meiste Zeit lieb. Ich bin halt ein bisschen durch. Aber das mögen die, sonst wären die ja nicht meine Freunde. Was geht? Ich gehe erstmal hier lang, ja? Ich habe vergessen, ich soll dem Blut folgen. Oh, hier ist ja sehr viel. Hier ist eine Batterie. Hey. Hallo? Nimm die Batterie. Danke. Nein, ich habe gefragt, welches Horrorspiel soll ich spielen? Und ihr habt Outlast gesagt. Also bitte. Was denn, Ari? Ich habe Angst. Hey, wie geht's? Sieht scheiße aus. Bitte gehen Sie weiter. Ja, komm. Hast du nicht gesehen? Puh.
Warum? Wusste ich das? Sind die 2 Stunden schon rum? Nein, schade. Ich würde gern DBD spielen. Da kann ich wenigstens Leute quälen. Und werde nicht gequält. Scheiße. Au. Tut zu fest am Tisch. Ein Loch. Kann ich hier hoch? Ja. Dann da hoch. Okay. Ah, okay. Ja. Also. Nein. Ja, also nein. Wait, hier waren wir doch gerade drin. Ich bin so verpeilt. Tür geht auf. Türen zu öffnen, lerne ich noch irgendwann in diesem Spiel. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Bäh. Bäh. Ey, da ist noch Klopapier, Leute. Will jemand Klopapier? Hey. Und nicht so ein Krach. Ja, dem Alex darf man echt nicht sagen, lass das bitte, der macht trotzdem mit. Das ist fies. So. Da ist niemand, okay. Was? Ja. Türen öffnen lerne ich noch irgendwann. In der Regel laufe ich immer dagegen, weißt du. Hier ist kalt. Glaube ich. Auszug aus dem Tagebuch von Early Years? Hatten wir den Namen schon? Ich glaube nicht, oder? Patientin in der Mount Massive Nervenklinik, 1952 bis 1964. Wieso kann ich mich nicht erinnern, woher die Schnitte stammen? Sie sind so schmerzhaft, selbst Tage später noch. Dr. Newhouse sagte, dass ich selbst schuld bin, weil ich die Hypnotherapie im Unterbewusstsein ablehne. Aber ich möchte doch so sehr, dass es mir besser geht. Ich verstehe nicht, wie ich mir das selbst zugefügt haben kann. Dr. Newhouse sagte, dass dieses eine andere Form meiner Schlafzimmer Hysterie sei. Hit. Armer Bruce, wegen mir muss er so sehr leiden. Ich habe versucht, Mrs. Jackson vorsichtig zu fragen, ob sie ähnliche Probleme mit ihrem Mann hatte. Aber sie lehnt ab, darüber zu sprechen. Ihr Mann hat ebenfalls Trost bei einer jüngeren Frau gefunden. Ich weiß, dass es die Ärzte nur gut mit mir meinen und mit Hilfe der Männer von der Regierung, die jetzt die Belegschaft verstärken, finde ich mich in besten Händen. Ich sollte meine Tabletten nehmen und schlafen und heute Nacht auf angenehmere Träume hoffen. Was zum Was? Alex, tatsächlich habe ich Höhenangst, ja. Aber das, deswegen wohne ich nicht im Flachland. Ja, ich bin abwechslungsreich, hey. Das waren meine eigenen Schritte. Lol. Spiel. Mach mich nicht fertig. Kurze Frage. Ich kam von da, oder? Muss bestimmt dahin. Dann gehen wir hier hin.
Okay, Tür ist zu. Gut. Hat sich geklärt. Hier gibt nichts. Da die Geräusche von rechts kommen, gehe ich nach links. Eine Batterie. Haben wir hier schon? Ich bin verwirrt. Ich habe das Gefühl, wir kommen trotzdem an derselben Stelle an. Kerzen. Muss bestimmt da rein. Sind wir jetzt beim, ihr wisst, was ich meine. Ja, ich übertrage meine Angst auf den Geralt. So. Ich erkenne die Handschrift. Vater Martin. Genau, der Martin. Sind wir jetzt bei Martin? Hat hier einen Mann umgebracht. Sind die Lügen, von denen er spricht, die fehlenden Akten aus diesen Kisten, die Fakten, die Unterlagen? Sieht nach Regierungsdokumenten aus, mindestens 30 Jahre alt, wahrscheinlich sogar älter. Ich muss an Kultra CIA denken. Bewusstseinskontrolle, das Summen hört nicht auf. Achso, meinst du die Reaktion von dem... Ich will da reingucken, hör mal. Lass mich da. Bitte. Aber ich will doch reingucken. Hätten sie einen guten Jumpscare einbauen können, ey. Moment. Nur der Vollständigkeit halber. Tür, ich bin eben schon an dir vorbeigelaufen. Warum hast du dich eben nicht warum lasse ich nachts sichern? Bin ich dezent verwirrt. Ja, lol. Ich soll doch da rein. Warum sind denn die Nacketeis da? Kann man das mal jemand so, okay? Bitte. Oh, hi. Hi. Jetzt sag mir nicht, Nacketei 1 läuft rechts, Nacketei 2 läuft links. Doch, tschüss. Ich hab jetzt ja alles durchgeguckt, ja, ne? Noch eine Tür? Oh, nee, die Tür, da möchte ich nicht durch. Kannst du bitte wieder, danke. Ja, stimmt. Was? Nee, ich habe kein Glück mit nackten Männern. Okay.